das ist ja der 50-Kilometer-Kurs. Die ersten 20 Kilometer hier oben bin ich schon mal im Training gelaufen. Und heute wollte ich 10 Kilometer hier unten laufen. Ab dem Hospital hier, da geht es 750 Meter runter. Und die Stelle wollte ich mal ausprobieren. Also runterlaufen zum James Creek und dann wieder hoch. Okay, ich bin jetzt im Hospital und jetzt geht's los. Erster Traillauf dieses Jahr, erster Testrun, auch der erste Lauf, der länger als 10 Kilometer ist, was ein schlechtes Zeichen für meinen Trainingsstatus gerade ist, aber mal schauen, wie es läuft. Los geht's. Schon wieder Landslide. Ja. Rockfall Hazard. Wow. Okay, jetzt sind wir beim Jamison Creek, der tiefste Punkt vom UTA. Es waren jetzt ziemlich genau 8 Kilometer vom Hospital und ich glaube, ich mache jetzt noch 2 Kilometer bergauf und dann geht es zurück, die 10 Kilometer. Ich glaube, jetzt bin ich oben am ersten Berg nach dem Jamison Creek. Momentan geht es den Beinen noch ganz gut. Aber ich hoffe, dass es noch die nächsten 10 Kilometer zurück wieder ganz angenehm wird. Mal schauen. Es ist jetzt 1:10 und 6,5 Kilometer seitdem ich umgedreht bin. Also bergauf seit 6 Kilometer oder so. Ganz schön brutal. Okay, für die zweite Strecke habe ich 1,5 Stunden gebraucht. War echt ganz schön anstrengend. Aber ansonsten bin ich erstmal ganz happy, dass ich die 18 Kilometer überlebt habe. Noch ein kleiner Snack und dann geht's wieder los. Und diesmal laufe ich genau zur Stelle wie beim letzten Mal. Und diesmal vom Norden. Laufen jetzt ein bisschen die Treppen runter und dann etwa 8 Kilometer Fire Trail bis zu dem Aussichtspunkt und vielleicht wieder zum Jamison Creek und dann wieder zurück. Tonja mit dabei. Also wir sind hier. Der UTA geht eigentlich hier unten lang. Dann hier am Amphitheater Track. Alles geschlossen. Hier oben ist auch geschlossen. Wir laufen jetzt hier lang. Und dann hier zum Fire Trail. Im letzten Jahr bin ich mit Tonja schon den Weg hier lang gelaufen, hier rum und dann da nach oben. Das ist auch der Weg vom UTA 50. Und nach 40 Kilometern oder sowas kommt man dort rum und läuft den Weg wieder zurück. Und die Strecke wollen wir jetzt in die falsche Richtung laufen und dann wieder zurück. Das geht da lang, dann so etwa 22, 25 oder sowas. Dann geht es den ganzen Weg hier und hier wieder hoch. Da ist Wentworth Falls und da sind die Three Sisters. Hier bin ich wieder an der Stelle, wo ich beim letzten Mal umgedreht bin. Wir gehen jetzt nach 800 Meter runter zum Jamison Creek und dann drehen wir um. Okay, fertig für heute. Also bis zum Jamison Creek waren es so
Stunde 15 Minuten oder sowas. Und zurück waren es jetzt 2 Stunden 10. Und so ziemlich fast alles nur bergauf. Ja, wir sind beide ganz schön geschafft. Okay, 2 Wochen vom GTA. Bin nicht viel gelaufen seitdem. Ich hatte ein paar Probleme mit meinem Unterschenkel auf beiden Seiten, ein bisschen vom Fußball. Heute wollte ich mal die große 30 oder 33 Kilometer Loop machen. Vor 2 Tagen hatte ich ein bisschen Magenprobleme und konnte kaum was essen. Wenn es nicht geht, dann muss ich wieder umdrehen, was ich definitiv in Betracht ziehen würde. Ja, das Wetter ist auf jeden Fall super heute. So, glaube ich, 18 Grad, sonnig. Okay, los geht's. Und ich weiß schon wieder nicht, wo ich lang muss. Ja, Grand Cliff Top Track. Müsste richtig sein. Bin gerade schon wieder gestolpert und habe dabei einen Crimson Rosella verschreckt. Der sitzt jetzt da. Ich bin jetzt hier gerade am Fairmont Resort. Das ist die erste Aid Station während des Races dann nach 17 Kilometern. Ich merke, dass ich nicht so richtig Power habe. Ich glaube, dass ich die letzten Tage ein bisschen krank war und kaum was gegessen habe. Das merkt man deutlich. Ja. Thanks. Ja, also ich glaube, ich breche auf jeden Fall ab in ein paar Kilometer. Also ich mache nicht die große Runde. Ich habe mich gerade ein bisschen übergeben. Die anderen beiden Trainingsläufe waren viel, viel besser. Eigentlich sollte es mir ein bisschen Confidence geben, die 33 Kilometer, aber ich glaube, das bringt jetzt nichts. Wo ich schon mal hier in Zeit habe, habe ich gleich noch ein paar Sachen gekauft. Kompass, Drysack, eine Headlamp. 2 Wochen davor ist es Zeit, sich das zu holen. Also das sind die Sachen, die ich so mitnehme. Ein paar davon muss ich mitnehmen, ein paar davon sind empfohlen mitzunehmen. Fangen wir mal mit den Basics. Running Vest. Da brauche ich 2 Liter Trinkkapazität. Die Dinger kommen nach vorne und die Bladder kommt nach hinten. Thermal Longsleeve Top. Es wird morgen früh wahrscheinlich so zwischen 3 und 4 Grad beim Start, deshalb werde ich das wahrscheinlich gleich anziehen. Dann habe ich noch ein kurzes Shirt mit, Regenjacke mit Kapuze, Warnweste, Telefon fully charged, Dry Sack, noch Beute für Müll und Course Descriptions und die Map, Headlamp, Bandage, Kompass, Emergency Blanket, Buff oder ein Beanie. Dann muss man sich halt Essen mitnehmen. Ich nehme mir Cliff Bars mit und ein paar Gears von Goo. Ja, und dann so ein paar Sachen, die empfohlen werden. Collapsible Cup, das sind No Plastic Events. Das für die VIP-Nummer. Handschuhe, Mütze, Sunnies, Band-Aid, First Aid Kit für, wenn ich eine Blase kriege oder sowas. GPS-Uhr. GoPro und noch ein paar Wechselsocken. Okay, ich habe jetzt die Karte bekommen und die
Kursbeschreibung, Race Nummer mit dem Timing Chip, das T-Shirt und mein Timing Chip für den Backpack. Gut. In 400 meters, turn left onto Stewart's Road. Cheers, thanks. No, 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 I'm good. You've got very nimble people around. No, you have a good pace. Morning coffee. Got my hot hand still down the bra. That is awesome. Tovanu says, and that are the worst says, Fever says, is nothing in comparison. Erster großer Climb geschafft.
All good, yeah. Takes away the pain, doesn't it? All the worry about everything else. Ja, das Koffein kickt langsam rein. Von meinem Gu, sehr gut. Ja. No! You want to pass? Geta, how's it going? Aid station soon. Yeah. How you feeling? Good, good. Aid Station bin ich durch. Hab ein bisschen Wasser hier aufgefüllt, also eigentlich die komplette Flasche aufgefüllt und vielleicht 500 Milliliter in der Bag und noch eine Electrolyte-Tablette reingemacht. Schluck getrunken und dann bin ich gleich weiter. Und ein Volunteer hat mir beim Befüllen der Bladder geholfen. Danke dafür. Wurde langsam wieder ein bisschen kalt. Musste Handschuhe wieder anziehen. Wirkt so, als ob ein bisschen Niederschlag kommt. Dann bin ich ganz froh, dass ich immer noch das lange Arm habe. Vorhin war mir ein bisschen warm da drin. Sorry, to your right. Thanks. Thanks. Okay, der zweite große Climb geschafft. Bin seit der Aid Station die letzten 4-5 Kilometer absolut durchgepowert. Hab viele Leute überholt. Oh, jetzt kommt hier erstmal eine Stelle, wo man ein bisschen locker laufen kann. Ohne Stairs. Hier ist jetzt so langsam die Stelle, wo es mir beim letzten Mal nicht so gut ging und wo ich dann abgebrochen habe. Das war im Training nach 10 Kilometer. Und jetzt bin ich gleich bei 21 und geht deutlich besser als das letzte Mal.
Thank you. Well done, guys. Good job. Ah, 25 Kilometer, ich bin jetzt bei 4 Stunden 11, das ist so in etwa meine Marathonzeit. Ich bin gleich so lange gelaufen wie noch nie. Wenn ich die Zeit jetzt mal 2 rechne, komme ich so bei 8 Stunden 30 raus, was absolut phänomenal wäre. Ich hätte eigentlich so 9 Stunden angepeilt. Jetzt echt kalt und fängt dann ein bisschen mit Nieseln. Jetzt ist die Sonne wieder draußen. Ich wollte eigentlich meine Regenjacke anziehen, aber ich glaube, es geht auch ohne. Und ich müsste gleich am Hospital Checkpoint sein. Da hatte ich mein Auto geparkt, als ich hier gerannt bin. Having some coke. Am Checkpoint 5 gibt's wirklich alles. Schwierig, wieder loszugehen. Wasser befüllen ist super schwer mit kalten Fingern. Ein bisschen Gels eingepackt und Chips. Und die nasche ich jetzt. Ich habe jetzt meine Jacke angezogen. Es wird super kalt gerade und auch echt krass starker Wind. Jetzt beginnt der Downhill-Part, die 8 Kilometer. Ich hoffe mal, dass die Waden dann noch halten. Und dann ab dem James Creek macht es der Kopf und nicht die Beine mehr. So langsam wird es alles ein bisschen einsamer. Erste große Downhill-Section fast geschafft. Bin ganz schön runtergedonnert. Hab einige Leute überholt. Here we go. Jetzt beginnt der harte Part. Lunchtime. Good old spot. Also, das Uphill ist wirklich mega hart. Beine sind eigentlich durch, aber just keep climbing. Smiling. Ja, 41 Kilometer, bin jetzt bei der Aid Station einfach durchmarschiert. Ich habe keine Lust mehr, die Dinger rauszuholen und zu befüllen und müsste noch reichen und man will einfach nur noch das Ding fertig haben. Wir sind jetzt bei 42,4 Kilometer. Das heißt, das ist die längste Distanz, die ich je gelaufen bin. Und wir sind jetzt offiziell im Ultra Territory. 200 Meter länger als Marathon bisher. Three Sisters. Da vorne ist endlich die Lichtung. 44 Kilometer.
okay, gleich kommen die Further Steps. Das ist das Einzige, was noch zwischen hier und dem Ziel ist. 951 Treppen. How are you feeling? Fängt an mit mir tun. Let's cheer it up again. Great job, Dave.